Willkommen zu einem neuen Video. Heute reisen wir in das Jahr 1956. Das Jahr, in dem Elvis Presley mit Hits wie Heartbreak Hotel, Don't Be Cruel und Hound Dog seinen Durchbruch feiert. Der allererste Werbespot im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wird für Persil. Der Hauptmann von Köpenick mit Heinz Rühmann uraufgeführt wird, das italienische Passagierschiff Andrea Doria im Atlantik versinkt, Marilyn Monroe den Dramatiker Arthur Miller heiratet und Grace Kelly Fürstin von Monaco wird. In diesem Jahr befinden wir uns, 1956, als zwei junge Mädchen ins Kino gehen, um sich den allerersten Film ihres Idols Elvis Presley anzusehen. Nicht ahnend, dass es der letzte Film sein wird, den sie je sehen werden. Um euch diese Geschichte zu erzählen, entführe ich euch nach Chicago, im US-Bundesstaat Illinois. Hier wachsen Barbara Jean und Patricia Kathleen Grimes gemeinsam mit ihren vier Geschwistern bei ihrer alleinerziehenden Mutter Loretta auf. Ihre Eltern ließen sich scheiden, als sie noch sehr klein waren, und ihr Vater Joseph hatte in der Zwischenzeit erneut geheiratet. Ihre Adresse ist die South Damon Avenue Nummer 3634 im Arbeiterviertel Brighton Park im Südwesten von Chicago. Hier gehen sie zur Schule und in die Kirche. Sie haben trotz vieler Einschränkungen eine schöne Kindheit und ein sehr enges und gutes Verhältnis zu ihrer Mutter und ihren Geschwistern. Barbara Jean ist 15 Jahre alt und Patricia Kathleen ist 12 Jahre alt. Am 31. Dezember 1956 würde sie stolze 13 Jahre alt werden. In 3 Tagen. Barbara, die Ältere, war etwas ruhiger und introvertierter. Die jüngere Patricia hingegen war sehr aufgeweckt und aufgeschlossen und sogar auch etwas größer als ihre ältere Schwester. Die beiden waren unzertrennlich und unternahmen immer sehr viel miteinander. Sie teilten viele gemeinsame Interessen und ihre Liebe zum gerade zum Star gewordenen Elvis Presley. Erst kürzlich sind sie seinem offiziellen Fanclub beigetreten. Am 15. November 1956 feierte sein allererster Kinofilm Love Me Tender in den USA Premiere. Seitdem hatten sich die beiden Mädchen diesen Film schon 14 Mal angeschaut und bekamen einfach nicht genug von ihm. Auch an diesem Freitag, dem 28. Dezember 1956, wollten sich die Schwestern diesen Film noch ein 15. oder sogar 16. Mal ansehen. Der Film lief damals in Doppelvorführung hintereinander. Sie baten ihre Mutter Loretta, gehen zu dürfen, und versprachen ihr, vor Mitternacht wieder zurück zu sein. Sie erlaubte es ihnen. Gegen 19.30 Uhr verließen sie das Haus, um mit dem Bus ins etwa 0,3 Kilometer entfernte, heute inzwischen abgerissene Brighton Theatre zu fahren. Eine Strecke von rund 30 Minuten. Es wird vermutet, dass Barbara und Patricia zu dem Zeitpunkt, als sie ihr Haus verließen, etwa 2,50 Dollar dabei hatten. Aber die Mutter soll Barbara noch 50 Cent extra eingesteckt haben, falls sich die Mädchen entscheiden sollten, auch die zweite Vorführung des Films sehen zu wollen. Ausgelassen und voller Vorfreude machten sich die beiden also auf den Weg zum Kino. Sie schauten sich die erste Vorführung von Love Me Tender an und wurden dabei auch von mehreren Leuten gesehen. Auch von einer Schulfreundin Patricias, die mit ihrer kleinen Schwester nur eine Reihe hinter den Grimes-Schwestern saß. Sie verließ das Kino aber mit ihrer Schwester schon nach der ersten Vorführung gegen 21.30 Uhr und sah Barbara und Patricia in der Pause noch Popcorn kaufen. Sie wollten sich offensichtlich, natürlich, den Film noch einmal anschauen.
Die Schulfreundin sagte später aus, dass die beiden guter Laune waren und sie niemanden in ihrer Nähe gesehen hätte oder ihr zu diesem Zeitpunkt irgendetwas merkwürdig oder anders vorkam. Ihre Mutter Loretta erwartete ihre Mädchen spätestens um 23.45 Uhr wieder zurück. Aber sie kamen nicht. Auch um Mitternacht waren sie noch nicht da. Und da begann sie sich Sorgen zu machen. Sie waren nämlich äußerst verlässlich und verspäteten sich nie. Das war also sehr untypisch. Sie schickte daraufhin ihre ältesten Kinder, Theresa und Joey, zur Bushaltestelle, um zu sehen, ob sie irgendwo waren und ihnen schon mal entgegenzugehen. Während sie bei Freunden ihrer Töchter anrief, um zu fragen, ob sie bei ihnen wären oder zumindest wüssten, wo sie waren. Aber Barbara und Patricia stiegen aus keinem einzigen der Busse, die an der Haltestelle hielten, und keiner ihrer Freunde wusste, wo sie sein könnten. Sie warteten bis 2 Uhr morgens und dann rief ihre Mutter die Polizei an, um ihre Mädchen vermisst zu melden. Zunächst unternahm die Polizei nicht viel. Sie glaubte, dass die Mädchen weggelaufen waren, vielleicht sogar mit dem Bus nach Nashville gefahren sind, um ihrem Idol Elvis nahe zu sein oder ähnliches. Aber die Mutter ließ nicht locker, denn sie war überzeugt, dass die Mädchen so etwas nie tun würden und befürchtete das Schlimmste. Sie glaubte nicht, dass sie praktisch ohne Geld und ohne Kleidung von zu Hause weggehen würden. Außerdem hatte eines der Mädchen zu Weihnachten vor 4 Tagen ein teures Radio geschenkt bekommen, das sie sich so wünschte. Das hätte sie niemals zurückgelassen. Schließlich erkannte auch die Polizei, dass es sich hier nicht um entlaufene Teenager handelte, sondern wohl um eine Entführung. Und sie begannen, die Untersuchung ernster zu nehmen und schrieben die Mädchen erstmal zu einer landesweiten Fahndung aus. Das Verschwinden der Grimes-Schwestern wurde zu einem der arbeitsintensivsten Vermisstenfälle in der Geschichte Chicagos und des ganzen Cook County. Tausende von Arbeitsstunden und Hunderte von Polizeibeamten aus Chicago sowie aus sämtlichen Nachbarstädten und der Cook County Waldschutzpolizei waren im Einsatz. Es wurde eine Sondereinheit ins Leben gerufen, die sich nur mit dem Verschwinden der Mädchen beschäftigte. Und Hunderte von Einheimischen meldeten sich freiwillig, um bei der Suche nach den Schwestern zu helfen. Die Polizei ging von Tür zu Tür und befragte Nachbarn. Zahlreiche Kanäle und Flüsse wurden durchsucht und mehr als 15.000 Flugblätter verteilt. Die naheliegende Kirche setzte sogar eine Belohnung in Höhe von $1.000 aus für Informationen, die helfen würden, die beiden Mädchen zu finden. Im Verlauf der gesamten Ermittlungen wurden 300.000 Personen befragt, etwa 2.000 Personen ernsthafteren Verhören unterzogen. Aber alle Anstrengungen und Bemühungen führten zu nichts. Barbara und Patricia blieben verschwunden. Dieser Vermisstenfall beherrschte die Schlagzeilen und erregte landesweites Aufsehen. Es meldeten sich Menschen, die beiden Schwestern an unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten gesehen haben wollten. Es meldeten sich Menschen, die behaupteten, ihnen etwas angetan zu haben. Ihre Mutter Loretta erhielt Erpresserbriefe mit Lösegeldforderungen und Scherzanrufe von abscheulichen Leuten, die behaupteten, ihre Töchter seien Landstreicher und Herumtreiber und hätten ihre gerechte Strafe erhalten. Unglaublich. Jugendliche sagten aus, sie hätten zwei Mädchen vor dem Kino in ein Auto steigen sehen, dessen junger Fahrer Elvis Presley sehr ähnlich sah. Das könnten die beiden Schwestern gewesen sein. Andere Zeugen sahen, wie die Mädchen nach dem Ende des Films in einen Bus stiegen, der in Richtung Osten nach Chicago fuhr. Einer der Zeugen war ein Busfahrer, der der Polizei sagte, er habe die beiden gegen 23 Uhr auf halbem Weg zwischen dem Kino und ihrer Wohnung abgesetzt. Zwei weitere Jugendliche berichteten der Polizei, dass sie an den Mädchen vorbeifuhren und diese in der Nähe des McKinley Parks, etwa 2 Blocks von ihrem Haus entfernt, fröhlich in Türen hinein und heraussprangen. Viele andere sahen die Mädchen ebenfalls, und zwar an verschiedenen Orten.
Die Ermittler wussten nicht, wo sie wirklich ansetzen sollten. Die beiden Mädchen hätten überall sein können. Berichte über Sichtungen der Mädchen kamen sogar aus Nashville, Tennessee. Und die Nachricht über die verschwundenen Grimes-Schwestern erreichte sogar Elvis Presley höchstpersönlich. Von seinem Graceland-Anwesen in Memphis, Tennessee aus startete er am 19. Januar 1957 einen Live-Aufruf im Fernsehen und über das Radio, indem er sich an die beiden Schwestern richtete und wortwörtlich sagte, dass wenn sie gute Elvis-Fans seien, sie doch bitte zu ihrer Mutter zurückkehren und ihr Leiden beenden mögen. Leider hörten die Mädchen diese Nachricht von ihrem Idol nie. Auch Loretta ging an die Öffentlichkeit und richtete sich direkt an die vermeintlichen Entführer ihrer Töchter mit den Worten, Zitat, »Wenn jemand sie festhält, lassen Sie die Mädchen mich bitte anrufen« und fügte hinzu, »ich werde ihnen von ganzem Herzen vergeben.« Der Fall geriet aufgrund der immensen Aufmerksamkeit zunehmend außer Kontrolle. Und Loretta war der Suche nach ihren Töchtern keinen Schritt näher gekommen. Die Spur war kalt geworden. Das änderte sich am 22. Januar 1957. An diesem Dienstag zerschlugen sich alle Hoffnungen mit einem Schlag. Nach fast einem Monat Ungewissheit und Angst erhielt Loretta die schlimmste Nachricht ihres Lebens. Ein Mann namens Leonard Prescott, der gerade im Auto auf der German Church Road unterwegs war, machte die grausige Entdeckung. In einem Graben entdeckte er die Leichen der beiden Mädchen. Zunächst glaubte er, das seien Schaufensterpuppen, fuhr dann aber zurück zu der Stelle und erkannte, dass es die Leichen zweier Mädchen waren. Um 13.30 Uhr an diesem 22. Januar 1957 ging die Meldung bei der Polizei ein. Die Körper der Mädchen waren unbekleidet und gefroren, sodass man mit der Untersuchung der Leichen bis nach dem Auftauen warten musste, was erst am nächsten Tag der Fall war. Die ältere Schwester Barbara lag mit dem Gesicht nach unten, und ihre jüngere Schwester Patricia lag mit dem Gesicht nach oben, schräg senkrecht auf ihr. Ihr Vater Joseph Grimes identifizierte seine Töchter, weil ihre Mutter Loretta dazu nicht imstande war. Die Gesichter der Mädchen wiesen Verletzungen auf. Das wurde aber im Nachhinein offiziell als Tierfraß eingestuft. Auf den Körpern der beiden gab es zahlreiche Blutergüsse. Außerdem hatte Patricia, die Jüngere, flache Stichwunden auf der Brust, die aber nicht die Todesursache waren. Die Mädchen wurden nicht erschossen, erstochen, erwürgt, erschlagen oder vergiftet. Tatsächlich konnte man sich nicht auf eine genaue Todesursache festlegen. Der Gerichtsmediziner erklärte, es hätte auch Ersticken gewesen sein können, fand dafür aber keine eindeutigen physischen Beweise. Die Autopsie ergab weiter, dass die Mädchen innerhalb von 4 Stunden nach ihrem Verschwinden gestorben sein mussten, da sich die Mahlzeiten, die sie noch zu Hause zu sich genommen hatten, noch in ihren Mägen befanden. Die toxikologische Untersuchung konnte keinen Alkohol und keine Drogen in den Körpern der Mädchen feststellen. Die Autopsien ergaben auch, dass Barbara zum Zeitpunkt ihres Todes wahrscheinlich Geschlechtsverkehr gehabt hatte. Entweder einvernehmlich oder nicht einvernehmlich. Nicht mal das konnte der Gerichtsmediziner eindeutig feststellen. Und obwohl nie Kleidungsstücke der beiden gefunden wurden, waren ihre Körper in einem erstaunlich sauberen Zustand. Man ging weiter davon aus, dass die Mädchen wahrscheinlich erst seit den starken Schneefällen am 9. oder 10. Januar dort gelegen haben, und man sie daher erst nach dem kürzlich einsetzenden Tauwetter hat finden können, beziehungsweise dass erst das Tauwetter sie freigelegt hatte. Es wurde angenommen, dass die Schwestern höchstwahrscheinlich in einem Auto zu diesem Ort gefahren wurden, wobei ihre Körper dann aus dem Fahrzeug gezogen oder gehoben und dann an den Fundort gelegt oder dort hingeworfen wurden.
Der offizielle Befund des Gerichtsmediziners lautete, dass sie ermordet wurden. Aber die einzige Todesursache, die er feststellen konnte, lautete auf Aussetzung gegenüber den Elementen, also in diesem Fall Erfrieren. Aber da die Mädchen dort ganz sicher nicht nackt liegen bleiben, um zu erfrieren, ging man eben dennoch von Mord aus. Nach den Autopsien gab es viel Kritik gegenüber dem Gerichtsmediziner Walter McCarran. Einige Stimmen unterstellten ihm, er hätte die Autopsien nicht ordnungsgemäß durchgeführt. Es gab aber auch starke Kritik am Umgang mit dem Fundort. Nachdem die beiden Mädchen als Barbara und Patricia Grimes von ihrem Vater identifiziert wurden, gab es dort eine groß angelegte Suche am Fundort und in der unmittelbaren Umgebung des Fundorts. Dafür wurde aber viel ungeschultes Personal eingesetzt und sogar Freiwillige aus der Bevölkerung hinzugezogen. Von daher wurde vermutet, dass dabei vieles übersehen oder auch zerstört worden sein könnte. Und trotz der offiziellen Schlussfolgerungen des Gerichtsmediziners widersprach der Chefermittler des Cook County Coroner's Office, Harry Gloss, dem offiziellen Todeszeitpunkt und erklärte später gegenüber den Medien, dass es zahlreiche Spuren von Gewalt auf den Gesichtern der Mädchen gegeben habe, die stark darauf hindeuteten, dass sie Opfer von Gewalt geworden waren und nicht von postmortalem Nagetierbefall. Gloss behauptete auch, dass die dünne Eisschicht, die auf den Körpern der Schwestern gefunden wurde, darauf hindeutet, dass sie höchstwahrscheinlich mindestens bis zum 7. Januar am Leben waren und ihre Körper noch warm waren, als sie dort abgelegt wurden, da erst nach dem 7. Januar genügend Schnee gefallen sei, um eine solche Eisschicht auf und um ihre Körper herum zu bilden. Zusätzlich zu diesen Fakten erklärte Gloss, dass beide Mädchen während ihrer von ihm angenommenen gesamten Gefangenschaft sexuellen Übergriffen ausgesetzt waren und fügte hinzu, dass bei der Autopsie von Patricia Sperma in der Scheide entdeckt wurde und dass in Barbaras Magen auch geronnene Milch gefunden wurde, obwohl nicht bekannt ist, dass sie am Abend des 28. Dezember zu Hause oder im Kino Milch getrunken hätte. Trotz aller Kontroversen. Nun war es eine ganz offizielle Mordermittlung. Und zwar eine sehr öffentlichkeitswirksame. Der Druck auf die Ermittler war groß, den Fall schnellstmöglich aufzuklären und den oder die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Verschiedene Verdächtige wurden verhört und wieder freigelassen. Bis ein 21-jähriger, etwas geistig behinderter Herumtreiber namens Edward Benny Bedwell von seinem eigenen Arbeitgeber im Restaurant in der Madison Street als Verdächtiger genannt wurde. Benny arbeitete dort als Tellerwäscher und sein Arbeitgeber sagte, er erinnere sich, ihn und einen weiteren Mann mit zwei Mädchen, die auf die Beschreibung der Grimes-Mädchen passten, im Restaurant gesehen zu haben. Die Polizei des Cook County Sheriffs holte Benny ab und brachte ihn in ein Motelzimmer, das einem Stellvertreter des Sheriffs gehörte, und verhörte ihn ungefähr 3 Tage lang. Am Ende dieser Zeit gab Benny schließlich zu, die Mädchen getötet zu haben. Erst später stellte sich heraus, dass das Geständnis unter massivem Druck zustande gekommen war und er wurde vom damaligen Staatsanwalt von Cook County, Benjamin Adamowski, rehabilitiert und er konnte wieder gehen. Benny Bedwell war sicher der bekannteste Verdächtige in diesem Fall, aber es waren auch ein paar andere Männer kurzzeitig auf der Verdächtigenliste. Nachdem man aber keinen von ihnen mit der Entführung und Ermordung der Schwestern ernsthaft in Verbindung bringen konnte, konnten alle wieder gehen. Einer von ihnen war der 53-jährige Handwerker und Hellseher Walter Kranz. Dieser hatte schon am 15. Januar 1957 bei der Chicagoer Polizei angerufen und der Telefonistin erzählt, dass die Mädchen verstorben seien. Und sogar, wo man die Leichen der Mädchen finden würde. Als man die Schwestern dann tatsächlich 7 Tage später fand, stellte sich heraus, dass der Fundort gerade einmal 1,6 Kilometer von der von Walter Kranz angegebenen Stelle entfernt war.
Kranz hatte zwar anonym bei der Polizeizentrale angerufen, nach der Entdeckung der Leichen konnte der Anruf aber zu ihm zurückverfolgt werden. Und er wurde mehrmals verhört. Er beharrte darauf, die Vision von den toten Mädchen nach einer durchzechten Nacht in einem Traum erhalten zu haben und dass die Hellsicht schon über Generationen hinweg in seiner Familie vererbt werden würde. Obwohl ihm zumindest per Handschriftenanalyse die Erpresserschreiben mit den Lösegeldforderungen nachgewiesen werden konnten, gab es darüber hinaus aber keine Beweise, die ihn mit der Entführung und Ermordung der Grimes-Schwestern auch nur ansatzweise in Verbindung gebracht hätten. Nach mehreren Verhören musste man auch ihn wieder gehen lassen. In den Wochen zwischen dem Verschwinden und der anschließenden Entdeckung der Leichen ihrer Töchter war Loretta Grimes nicht in der Lage zu arbeiten und somit Geld zu verdienen, um ihre Kinder großzuziehen und die Hypothek auf ihr Haus zu bezahlen. Freunde und Nachbarn der Familie Grimes sowie Klassenkameraden und Lehrer der Schwestern organisierten verschiedene Initiativen, um Spenden für die Familie zu sammeln. Auch die lokale Presse und der Gemeinderat sammelten Spenden. Und so konnte die Familie Grimes nicht nur ihre zwei toten Mädchen beerdigen, sondern sogar noch die gesamte Hypothek für das Haus abbezahlen. Bei so viel Schmerz und Trauer, die die Familie in dieser ganzen Zeit ertragen musste, nachdem man sogar noch den unschuldigen Ruf ihrer beiden kleinen Mädchen in den Schmutz hat ziehen wollen, war wenigstens das eine kleine Erleichterung. Die Beerdigung fand am 28. Januar 1957 auf dem römisch-katholischen Friedhof Holy Sepulchre statt. Nur wenige Meter von ihrer Schwester Leona entfernt, die erst 2 Jahre zuvor verstorben war. In zwei weißen, geschlossenen Särgen, die von einigen ihrer Klassenkameraden getragen wurden, wurden sie zu ihrer letzten Ruhestätte gebracht. An der Beerdigung nahmen viele Menschen teil, darunter sogar der Bürgermeister von Chicago, Richard J. Daley. Zeitungsberichten zufolge brach die Mutter Loretta Grimes mehrmals zusammen und man hörte sie am Grab ihrer Töchter schluchzen, dass sie eines Tages wieder mit ihren Mädchen zusammen sein würde. Im Mai 1957 erhielt sie einen anonymen Anruf, in dem ein Mann behauptete, ihre Töchter vergewaltigt und getötet zu haben. Er kannte sogar Details, die nie veröffentlicht wurden und von denen niemand wissen konnte. So zum Beispiel, dass Patricia, die Jüngere, eine Fehlstellung der Zehen hatte. Sie sagte später, dass sie die Person jederzeit an ihrer Stimme wiedererkennen würde. Außerdem war sie immer davon überzeugt, dass ihre Töchter von einer bekannten Person entführt worden sein mussten, da sie selbst nie freiwillig in ein fremdes Auto gestiegen wären. Oder dass man sie gegen ihren Willen verschleppt hatte. Auch Joseph Lowman, der Sheriff von Cook County, war immer der festen Überzeugung, dass die Grimes-Schwestern von einem Sexualstraftäter entführt, geschlagen, gefoltert und ermordet worden waren. Offiziell bleiben die Morde an den Grimes-Schwestern ungelöst, aber der Fall ist immer noch offen, wobei eine Lösung dieses Falles wohl nur noch über die Öffentlichkeit möglich ist. Irgendjemand weiß etwas. Das dachte sich auch ein pensionierter Polizeibeamter aus Chicago, als er 2010 diesen Fall für eines seiner Bücher recherchierte. Nach seinen eigenen intensiven und inoffiziellen Ermittlungen ist er der Überzeugung, dass der Mörder von Barbara und Patricia ein Mann namens Charles Leroy Melquist ist. Melquist war wegen Mordes an einem 15-jährigen Mädchen namens Bonnie Lee Scott im September 1958 verurteilt worden. Ihr enthaupteter Körper wurde damals, 2 Monate nach ihrem Verschwinden, knapp 15 Kilometer von dem Fundort der Leichen der Grimes-Mädchen entfernt gefunden.
Nach der Entdeckung von Bonnie Scotts Leiche hatten die Ermittler sogar Ähnlichkeiten zu den Morden an den Grimes-Schwestern festgestellt. Trotzdem wurde Milquist nie über seine mögliche Schuld an den Morden der Grimes-Schwestern befragt. Am Tag nach der Entdeckung der Leiche von Bonnie Lee Scott erhielt Loretta Grimes einen Anruf von einer Person, die die Verantwortung für Bonnie Scotts Mord übernahm. Bei dieser Gelegenheit hatte ihr der Anrufer gesagt, Zitat, ich habe ein weiteres perfektes Verbrechen begangen. Dies ist ein weiteres Verbrechen, das diese Polizisten nicht lösen werden. Zitat Ende. Loretta Grimes würde bis zu ihrem Tod unnachgiebig bleiben, dass dieser Anrufer dieselbe Person gewesen war, die sie im Mai 1957 kontaktiert und die Fehlstellung an einem der Füße ihrer Töchter gekannt hatte, von der die Öffentlichkeit nie etwas wusste. Sie sagte ja damals schon, Zitat, ich werde diese Stimme niemals vergessen. Charles Milquist wurde aber nie wegen seiner eventuellen Beteiligung am Tod der Grimes-Schwestern angeklagt. Er starb 2010. Bis heute war die Polizei nicht in der Lage, den wahren Mörder zu finden. Die Behörden sagten Loretta Grimes immer, dass sie den Fall niemals aufgeben würden. Loretta Grimes verstarb 1989 im Alter von 83 Jahren. Ohne jemals zu erfahren, wie oder warum ihre Mädchen starben und wer sie getötet hatte. Der Fall ist bis heute offen, aber ein Cold Case. Ein scheußliches Verbrechen an zwei unschuldigen, lebensfrohen Mädchen, die im Dezember 1957 einfach nur einen Elvis-Film gucken wollten und nie wieder nach Hause kamen.